Es war schon immer der Wunsch der Herrschenden, sich der Gedanken und des Willens der Untergebenen zu bemächtigen und hier zu kontrollieren. Das scheint eine ganz uralte Krankheit zu sein, ein ganz uraltes Bestreben zu sein, nicht den freien und unabhängigen Geist zu fördern und zuzulassen, sondern sich des Zugriffs zu bemächtigen auf das, was die Menschen wollen und das, was sie denken. Und da haben sich im Verlauf der Jahrhunderte, ja wahrscheinlich sogar Jahrtausende, die Methoden inzwischen sehr verfeinert. Und wir merken es sehr oft schon gar nicht mehr, wie wir unter einer bestimmten Kontrolle stehen. Und das wird genau Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen, diesmal aus dem südlichen Mittelschweden. Und ich habe zwei Gesprächspartner und Experten, die sich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema befassen und nicht immer Erfreuliches zu berichten haben, aber das werden wir sehen. Herzlich willkommen. Joe, wir hatten ja vor einigen, ich glaube, es sind inzwischen auch Jahrzehnte inzwischen, gab es ein Unternehmen Artischocke nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner hergegangen sind und haben ihre eigenen Soldaten, zum Teil Kriegsgefangene, aber auch ihre eigenen Soldaten, Gehirnwäschen unterzogen, also dass die Methode, sich unserer Gedanken zu bemessen, zu bemächtigen, ist ja alt. Im Grunde müssen wir da noch weiter zurückgehen. Das ist wahrscheinlich uralt, aber die modernen Techniken, die haben sich natürlich verfeinert, gerade auch durch die Kriegssituationen. Und im Dritten Reich hat es Experimente gegeben, aber sicherlich auch davor. Das heißt, es ist nicht jetzt festzumachen auf die Nazis oder sowas, sondern das wollen eigentlich alle, wie du sagst. Ja. Und man hat halt immer geguckt, wie kann man Menschen dazu kriegen, dass sie wirklich von außen gesteuert werden können, irgendetwas zu tun. Und der größte Wunsch ist natürlich der Manchurian Candidate, also jemand, den du programmieren kannst, dass der jemanden umbringt und du kannst sagen, meine Hände sind weiß und unschuldig. Also jemand begeht ein Attentat, ohne dass er selber das will. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir haben den freien Willen im Grunde schon. Also wie kann man den übertrumpfen? Und da gibt es natürlich ein paar grundsätzliche Überlegungen. Man hat festgestellt, einmal man kann mit Drogen natürlich Menschen beeinflussen, dann Schmerzen. Also wenn du jemanden folterst, kannst du schon was bewirken. Dann gibt es vielleicht eben Techniken mit Frequenzen. Da wird der Henning sicher vielleicht mehr darüber erzählen können, weil das heute die Methoden eher sind mit technischen Methoden. Aber man hat festgestellt, man kann eine Menge auch mit Hypnose vielleicht erreichen. Und wenn man das kombiniert, dann vielleicht das immer verfeinern und immer raffinierter machen. Aber so richtig, dass man Menschen wirklich 100% unter Kontrolle hat, das funktioniert nicht. Aber sie haben festgestellt, je früher man anfängt mit Kindern oder vielleicht von frühester Geburt an oder noch davor, eben diese Methoden mit Schmerzen, mit Drogen anzuwenden und Hypnose und Gedankenkontrolle zu erwirken, desto effektiver ist das. Aber dennoch kann auch jemand, der von klein auf eben mit solchen Methoden getriezt wird, sozusagen später irgendwann aufwachen und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Dafür gibt es auch Beispiele. Aber das ist eben der Wunsch, über Schmerzen, Drogen und Hypnose und technische Methoden jemanden Mind zu kontrollen. Das ist ja der Wunsch. Aber du hast einen Punkt, wenn du sagst, ganz früh anfangen, ist ja etwas, was, wenn wir uns im Augenblick ansehen, dass eine möglicherweise gar nicht damit primär in Verbindung stehende Methode oder Absicht in einer Beeinflussung der Kinder schon im frühkindlichen Alter besteht und dass
beispielsweise auch so eine Methode wie diese Genderisierung ja Identitäten zerstört. Es ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben, im Grunde kann man da über Bindungsforschung, wo wir mit Dagmar Neuponner viel drüber gemacht haben, das gehört da alles mit dazu. Du hast vollkommen recht, dass man im Grunde die Kinder heute möglichst früh in die Kita, also zu fremden Personen in die Betreuung bringt, dass also die Verbindungen, die entstehen über die ersten, in den ersten Jahren, wo sich sehr viel tut, einfach fürs Kind bestimmte Phasen auch durchlaufen werden in der Beziehung zu anderen. Erstmal die ganz enge Beziehung natürlich zur Mutter und zum Vater und dann nach und nach sich das erweitert und das Bewusstsein erweitert über andere. Erstmal ich, dann du, dann sie, dann die Kreise erweitern. Das sind Phasen, die entwickeln sich über mehrere Jahre. Und wenn wir in diesen Jahren die Kinder wegnehmen von den Eltern und sagen, ja, die müssen ja arbeiten, oder gehen wir ins Kita. Ja, ja. Da passieren unglaublich unschöne Dinge, weil diese Beziehungen nachher nicht mehr vorhanden sind. Und dann kann man später den Kindern, die haben dann nicht gelernt, dass man von den Erwachsenen im Grunde was lernen kann, weil man hat das beobachtet, der Vater, der baut irgendwas und die Mutter sitzt, macht in der Küche irgendwas. Oder es muss ja nicht diese klassischen Rollen sein, aber die Kinder haben beobachtet, dass die Erwachsenen, dass sie was machen und man will das nachmachen. Also die Kinder wollen dann auch, lass mich mal, ich will auch mal mit dem Besen oder mit der Bohrmaschine. So haben die das früher gelernt. Und wenn die das nicht lernen, dann haben die später den Eindruck von den Erwachsenen, was zu lernen, das haben die eben nicht erfahren. Und dann, ach, was die Alten sagen, das ist doch nicht so wichtig. Das ist im Grunde jetzt nicht Thema Mind Control, aber hat eben mit der Beziehung. Aber es fängt damit letztendlich irgendwo an, eben. Weil du Identitäten erst gar nicht entstehen lässt. Und wenn, ich meine, bei dem ganzen Thema Frühsexualisierung, die nicht mehr wissen, wie man so schön auf Deutsch sagt, ob sie Männlein oder Weiblein sind, je werden früher natürlich das angelegt ist. Identitäten zerstört, man kann dann nachher besser drauf aufbauen. Trotzdem, braucht man heute noch Folter oder geht das heute sehr viel feiner, geht das vor allen Dingen auch leider Gottes sehr viel effektiver? Also um es nochmal zu vervollständigen, das Bild mit der Folter, das führt dann zu abgespaltenen multiplen Persönlichkeiten und dann kann man über Hypnose verschiedene Persönlichkeiten zu irgendwas programmieren, um jemanden umzubringen oder andere Dinge, wie man es möchte. Und da bedarf man immer eines, der diese gefolterte Person steuert. Also das ist so ein Verhältnis 1:1. Mhm. Und das ist natürlich unpraktisch bei 7 Milliarden Menschen. Da braucht man Technologie, wo man mit Computern steuern kann und ganz große Gruppen, vielleicht am liebsten sogar den ganzen Planeten, je nach Bedarf oder eine Anti-Atommüll-Demonstration oder solche Sachen. Ja, ja. Und deshalb hat man dann angefangen, andere technische Wege zu beschreiten, und sich in unser Gehirn mit Strahlen einzuklinken. Unser Körper ist ja ein Biocomputer für die Seele. Und dementsprechend muss, wenn man das kennt, sich da richtig einklinken kann, kann man enorme Sachen bekommen. Als ich anfing mit Mind Control-Reportagen im Frühjahr 2011, als ich mit YTV hier in Schweden startete, wollte ich an sich meine Bankreform lancieren, die Weiße Wirtschaftsschule, und dann kamen aber ganz viele Opfer von Mind Control und sagen, Henning, wir kriegen kein Bein zur Erde, wir werden bei den Medien überall nicht ernst genommen und rausgeschmissen oder an die Psychiatrie verwiesen, bitte mach doch was darüber. Und ich fand es eben wesentlich schlimmer, ein Opfer von Mind Control zu sein, weil das wirklich den Menschen verändert und die Persönlichkeit verändert und robotisiert, als ein Zinssklave zu sein. Da ist man immerhin noch ein Mensch. Und dann nach diesen intensiven Ankurbelungen meinerseits mit sehr vielen Interviews von Opfern, die immer wie so ein roter Faden ganz ähnliche Geschichten erzählen und überhaupt nicht psychisch krank sind, sondern nur Opfer von Technologie, kriegte ich dann im Sommer 2011 von einem schwedischen Geheimdienst den Tipp, Henning, die benutzen Skalarwellen bei Mind Control, bei modernen Mind Control. Und ich, was, Skalar, habe ich ja noch nie gehört. Und dann habe ich mich kundig gemacht im Internet, auf YouTube. Da gibt es zwei Päpste. Einmal Lieutenant Colonel Tom Bearden, retired in Amerika, der schon in den 80er Jahren sehr viel über Skalarwellen publiziert hatte, der aber nicht so richtig frei ist, weil er heute noch zum amerikanischen Militär gehört. Und dann die ganz große Koryphäe Konstantin Meil aus Deutschland, aus Süddeutschland, Villingen, Physikprofessor, der da eine völlig neue Physik aufgebaut hat.
total spannend, ausgehend von Nikola Tesla, der ja völlig unterdrückt worden ist seinerzeit, hat er erstmal die ganzen Versuche von Tesla wiederbelebt, indem er unter anderem einen kleinen maßstabigen Nachbau von diesen berühmten Versuchen, wo man Elektrizität durch die Luft schickt, von Colorado Springs 1898, als Set verkauft an Unis, an Studenten und wen es interessiert, für wenig Geld. Die haben sich auch schon sehr gut verbreitet auf der Welt. Bringt er erstmal diese Tesla-Technologie nahe und dann die Theorie zu den Skalarwellen. Und das passte sehr gut zu den Opferbeschreibungen, also von den Opfern. Ein Schwede ist nach Kiruna ins Bergwerk gefahren, 700 Meter unter die Erde, um diese Strahlung loszuwerden und Stimmen im Kopf. Das wurde aber nicht besser, obwohl da unten gar kein Handyempfang mehr war oder irgendwas. Und manche reisen interkontinental mit Flugzeugen ganz hoch, aber das kommt hinterher. Andere haben so Bleischürzen um sich herum oder Alufolien auf dem Kopf, die berühmten Tinfoiled Hats, die dann noch verarscht werden. Und das hat alles nichts genützt, auch Alufolie im Schlafzimmer und so weiter, weil die sind immer davon ausgegangen, dass es elektromagnetische Wellen sind. Und da könnte man sich ja mit Alufolie und Blei und so weiter schützen. Das geht aber durch, diese Strahlung, weil es eine andere Wellenform ist, nämlich eine Skalarwelle. Und um es gleich vorweg klar zu machen, Tesla hat damals die elektrische Skalarwelle entdeckt, die elektrischen Strom durch die Luft ohne Kabel schicken kann und dabei sich noch auflädt mit freier Energie. Das ist auch der Hauptgrund, weswegen die Skalarwelle dann unterdrückt worden ist. Weil sie eine Energierevolution nach sich gezogen hätte. Genau. Ja. Und dann eben, dass auch noch schneller als Licht gegangen ist. Und das darf ja schon mal gar nicht sein, laut Einstein. Nee. Da ist ja auch total gelogen worden von Einsteins Seite. Es gibt Sachen, die schneller als Licht sind. Und zwar sehr viele, unter anderem Skalarwellen. Und die große Entdeckung von Professor Meil war dann vor über 20 Jahren, es gibt nicht nur die elektrische Skalarwelle, die Tesla entdeckt hat und vorgeführt hat, sondern auch die magnetische Skalarwelle, die sich in Richtung des magnetischen Feldzeigers ausbreitet. Und das ist die, die biologisch relevant ist, die wir in unserem Körper benutzen. Die ganze Zellkommunikation arbeitet damit. Dass da so chemische Botenstoffe und so weiter, das ist nur eine Konsequenz. Aber was wirklich passiert, ist, über Lichtgeschwindigkeit korrespondieren die Zellen miteinander und geben Information und Energie weiter. Und das ist eben nur mit der magnetischen Skalarwelle möglich. Ja. Und das muss man erstmal kapiert haben, um überhaupt die Technologie nachzuvollziehen, die da auf uns angewandt wird und bei Mind Control und um sich dagegen schützen zu können. Jetzt, du hast Konstantin erwähnt und das, was er macht, jetzt auch gerade an seinen Experimenten im Zusammenhang oder mit nicht nur Experimenten, sondern sehr erfolgreich, auch mit der Verbindung dieser Technologie und dem Thema Medizin, da sind wir ja ebenso wie bei Tesla und dem Thema freie Energie in Bereichen, die für diese Welt und die für diese Menschen großartig wären, wenn sie genutzt würden. Ja. Jetzt ist denn die Schattenseite dieser Skalartechnologie das Thema Mind Control oder ist es nochmal etwas anderes? Nee, das könnte man so sagen. Also die Leute, die Mind Control machen, müssen sich an unseren Biocomputer anpassen. Die haben natürlich schon lange herausgefunden, dass er mit magnetischen Skalarwellen arbeitet. Deshalb müssen die das auch tun, sonst könnten sie keine Ergebnisse erzielen. Und da nicht so viele Menschen da sind, um 7 Milliarden zu steuern, müssen sie es über Computer laufen lassen. Also kann man Computer programmieren, magnetische Skalarwellen zu senden zum Menschen, um da dann alles Mögliche zu beeinflussen. Und zwar ist es nicht nur im Gehirn, dass man Gedanken lesen kann, Gedanken beeinflussen kann, auf einmal den Willen ändert, dass man eine andere Partei wählt, als man eigentlich wollte und so weiter, ohne dass man merkt, dass man beeinflusst ist. Man kann auch ans Erinnerungsvermögen ran, Erinnerungen auslöschen, falsche Erinnerungen einpflanzen und diese ganzen Geschichten. Und man kann auch an den Rest des Körpers ran. Man kann also Krebs erzeugen, alle Krankheiten, die man will. Man kann der Frau einen Orgasmus gegen ihren Willen machen, ohne sie zu berühren. Da haben ganz viele Opfer drüber geklagt und solche Sachen. Mhm. Und man kann auch zum Beispiel jemanden das Geschlecht wechseln lassen, dass er auf einmal da ganz anders denkt oder die Religion wechseln. Ich kenne mehrere Opfer, die auf einmal zum Islam übergetreten sind. Das alles durch Mind Control gemacht. Ja. Jetzt eine Frage noch in dem Zusammenhang. Wir sind, da du ja auch von Einzelfällen auch sprichst, sind wir ja
Gleichwohl, auch wenn es so eine flächendeckende Option gibt, wiederum bei Einzelpersonen. Ist das so zu verstehen oder muss man sich das so vorstellen, dass es irgendjemand jetzt auf die Idee käme, zu sagen, wir programmieren mal die schwedische Bevölkerung, ich sage das jetzt mal ganz platt, in Richtung Islam um, so als ein Programm und eine Absicht, weil dahinter irgendwelche anderen strategischen Überlegungen stehen, oder wir programmieren die Bevölkerung in, wir finden alles, was aus den USA kommt, großartig, oder brauche ich doch den individuellen Anpack? Nein, also es können Gruppen beliebig, klein oder groß, der ganze Planet mit beliebiger Information falsch gesteuert werden. Ja. Allerdings zwischen 10% und 15% der Leute sind überhaupt nicht erreichbar damit. Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Ich vermute, dass es der Reifegrad der Seele ist, der das entscheidet, kann aber auch was anderes sein. Und so wirklich 100% steuerbar sind nur ganz, ganz wenige. Das sind dann die Anna Lindh, die schwedische Außenministerin, umbringen oder solche Fälle, aber das sind die wenigsten. Ich kenne sehr viele Opfer, die zu mir kommen und sagen, ich höre jetzt die Stimme, ich soll den und den umbringen und ich will das aber nicht, und die kämpfen dagegen. Und jetzt hatten wir einen Fall in Südschweden, ein Soldat, der seine eigene Familie umgebracht hat, die er sehr liebte. Der schildert richtig, wie er dauernd dagegen gekämpft hat, gegen diese Stimmen, und das zum Schluss nicht mehr geschafft hat und die dann tatsächlich umgebracht hat und dann nachher noch versucht hat, die zu retten und so weiter. Also entsetzliche Dramen, die sich da abspielen. Ich würde da auch den Unterschied machen, eben zwischen der individuellen Beeinflussung. Da kann man natürlich sich wirklich auf einen einschießen. Und ich würde noch, und während man, wenn man die ganze Bevölkerungsteile beeinflussen will, vielleicht das nicht so genau hinkriegt und auch nicht jeder in der Bevölkerung gleich reagiert. Aber ich würde zum Anfang nochmal zurückkommen, wo wir, du hast das kurz angesprochen, die multiplen Persönlichkeiten, die durch traumatische Ereignisse entstehen können, also eine abgespaltene Person in jemanden, das heißt in einer Situation, die so unerträglich ist durch die Schmerzen, ja. Vergewaltigung oder eben ganz extreme Dinge, die geschehen, da spaltet sich das ab in einer, das muss man einfach nochmal klar machen, weil das ganz wichtig ist. Und ich kann im Tagesbewusstsein nachher wieder ganz normal als Kind zur Schule gehen, und wenn jemand fragen würde, ist dir mal was Schlimmes passiert, wird er sich gar nicht dran erinnern. Aber dann hat man möglicherweise einen Schlüssel für dieses eine, diese Persönlichkeit. Und wenn man das programmiert hat, hat man ganz bewusst das eingesetzt, ein sexuelles Programm zum Beispiel, durch Schmerzen zu programmieren, und hat dann irgendeinen Schlüssel dafür. Das kann ein Wort sein, ein Schlüsselwort oder eine bestimmte Situation. Dann komme ich in das Programm, und das hat ja Casey O'Brien zum Beispiel auch beschrieben, Transformation of America, dass Präsidenten das nutzen, indem sie ihre Sexsklaven haben, und dann wissen die, aha, bei der muss das und das Wort, und dann macht die das und das. Und die haben vielleicht so eine Palette von Programmen, und der sagt, ich stehe jetzt auf das, also will ich jetzt dieses Programm bei diesem Sexsklaven, und das läuft dann normalerweise oft. Also das ist diese individuelle Programmierung. Ich denke, das geht über Schmerzen natürlich auch noch am effektivsten, während so eine Bestrahlung, ja, du hast gesagt, dass nicht jeder dafür dann wirklich empfänglich ist, oder es gibt, man kann mit seinem freien Willen eben darüber kommen und das überwinden. Und ich denke auch, wenn man jetzt wirklich einen ganz gezielt bearbeitet, mit allen Methoden gleichzeitig, also Schmerzen, Drogen plus Bestrahlung über die Skalarwellen, dann kann man natürlich jemanden am effektivsten zu etwas kriegen. Aber ich glaube eben auch, wir haben durch das Bewusstwerden darüber und die bewusste Entscheidung, ich kämpfe dagegen an, ich will das nicht, ich will keinen umbringen, dass das immer noch eigentlich darüber steht. Und wir haben die Beeinflussung eben auf der körperlichen Ebene, Schmerzen und so weiter, auf der emotionalen Ebene, Drogen und chemische Substanzen können natürlich was durcheinander bringen. Was die höchste Frequenz des Menschen ist, ist die Herzfrequenz. Und die kann nicht erreicht werden durch diese Manipulation, durch diese Kräfte. Das heißt, wenn wir in dieser Frequenz sind, die ist nicht zu erreichen. Aber das muss man halt bewusst machen. Und viele Leute sagen, ja, Bauchgefühl, das wäre dann schon so das Höchste. Achte auf dein Bauchgefühl, nicht auf den Verstand. Über den Verstand können wir programmiert und manipuliert werden. Aber eben auch über die Emotionen, über das Bauchgefühl. Das ist eben auch eine Fehlinformation. Aber über das Herzgefühl oder die Herzverbindung,
kommen wir, da, die kann nicht manipuliert werden. Das heißt, für mich auch immer wieder ein ganz bewusster Hinweis, ins Herz zu gehen, gerade wenn so Sachen sind und man hat das Gefühl, man wird jetzt irgendwie beeinflusst, hört Stimmen im Kopf oder unbewusst oder nicht so ganz klar, aber man hat das Gefühl, da passiert irgendwas, was ich nicht will, dann würde ich empfehlen, auch da sich mit zu befassen und immer wieder da reinzugehen. Wenn wir jetzt von Fällen sprechen, ich habe das beide angesprochen, dass jemand einen Auftrag kriegt, jemanden umzubringen, Attentat zu machen oder so etwas, ist das vielleicht oder sicherlich ja in bestimmten Bereichen so die Spitze des Eisberges. Ist denn diese Methode der Mind Control nicht auch etwas, was ein sehr probates Mittel ist, um die Masse der Menschen beispielsweise in Agonie, in Dumpfheit, in ich kann eh nichts ändern, es ist doch alles gut, wir leben in einem geordneten Staatswesen oder sonst irgendwas. Also sehenden Auges, wie ein Wirtschaftssystem, du hast dich mit dem Thema sehr aktiv und sehr konstruktiv befasst, wie ein Wirtschaftssystem in den Keller fährt, wie Alternativen eigentlich schreiend nötig sind, wie wir unseren Planeten mit Plastik und Öl und Müll sowas von ruinieren. Und ich selber als Mensch sage, nö, eigentlich, ich habe meinen Chips, mein Bier und mein Auskommen und kann auch meinen Urlaub machen und es ist eigentlich alles gut. Ist das nicht eine Ebene? Ja, natürlich, ganz klar. Um nochmal ganz kurz anzuknüpfen zu der fürchterlichen Foltermethode, die hat einen wesentlichen Nachteil. Wenn die Leute so um die 30 Jahre alt werden, dann geht die Programmierung kaputt und dann merken die, was los ist. Deshalb werden dann ganz viele über ein vorprogrammiertes Selbstmordprogramm zum Selbstmord getrieben. Bei manchen wird das verlängert und die wachen dann später auf, zum Beispiel Michael Jackson, da waren deutliche Zeichen und die müssen dann aus dem Weg geräumt werden, damit die nicht plaudern. Mhm. Das hat man bei den modernen mit den Skalarwellensteuerungen nicht und man kann dort genau solche Ergebnisse erzielen, wenn nicht sogar besser, wie mit der alten Holzhammer-Methode. Also, aber man kann eben auch alles andere machen. Man kann Nuancen reinbringen und dass keiner die Systemfrage des Banksystems stellt und solche Sachen. Ja. Ganz klar, eindeutig. Oder dass die Leute nicht ins Kino gehen bei Baltic Storm, unserem Estonia-Film. Das war so merkwürdig, dass am ersten Kinotag die Leute nicht ins Kino gingen, obwohl da eine tolle Werbung vorher war. Mhm. Und ich erkläre das heute mit Mind Control. Damals wussten wir nicht, was los war. Ne? Also da ist alles machbar. Das ist eine fürchterliche Waffe. Und es ist so, dass die Verbindung zwischen Computer und Mensch über ein Interface gehen muss. Und zwar am besten ein Chip, das man auf verschiedene Weise in den Menschen rein projiziert. Früher waren die Chips in den 40er und 50er Jahren ziemlich Oschis. Da gibt es die berühmten Bilder von José Delgado, diesem spanischen Arzt, der einem Stier ein Implantat ins Gehirn gemacht hatte. Und dann das rote Tuch, der Stier greift den Stierkämpfer an und Delgado sitzt da mit einer Fernsteuerung ohne Kabel daneben und drückt auf den Knopf, Stopp, dann bleibt der Stier kurz vor dem Mann mit dem roten Tuch stehen und dreht um. Ja. Und ich meine, so ein großer Unterschied zwischen Stier und Menschengehirn ist da auch nicht, das ist eben auch bei Menschen machbar. Die Chips sind dann immer kleiner geworden. Und heute haben sie schon Nanogröße, ein Millionstel Millimeter. Es gibt ein Interview, da gibt der Moderator einem Gast die Hand und der sagt, ich habe Ihnen gerade hunderte Chips übergeben. Und was? Wie denn? Ja, beim Händeschütteln. Das heißt, sie sind so klein, dass man sie tatsächlich nicht mehr merkt. Und das kann uns also alle betreffen. Ne? Seit neuestem in den Chemtrails, dass sie runterrieseln. Mhm. Und diese Chips müssen sich dann mit Gewebe verbinden aus dem Körper. Und dadurch ist das Interface dann hergestellt. Also du brauchst, der Weg, der Transportweg war nämlich nochmal das, was vielleicht nochmal angesprochen werden müsste. Du brauchst also eine Verbindung zwischen der Information, die jetzt irgendwo in einem Computer stattfindet, und der physischen Struktur des Menschen. Also ich muss quasi wie auch immer diese Informationen schlucken, fressen, einatmen oder eben implantiert bekommen. Bei den Impfungen in den Kanülen sind auch Chips drin. Oft. Ja. Oder aber, das ist die eine Methode, die andere ist, man hat die DNA vom Opfer, die DNS vom Opfer. Ja. Denn unsere DNS ist eine Antenne für Skalarwellen, für magnetische Skalarwellen, sowohl als Sender als auch als Empfänger. Deshalb hier in Schweden, alle neugeborenen Babys müssen Blut abgeben.
damit man die sofort ansteuern kann, wenn da eine unbequem wird. Schweden ist ein Versuchsland für Mindcontrol. Und deshalb sind die nach Russland und USA auch führend in der Entwicklung der Technologie. Mhm. Also das sind die beiden Möglichkeiten über die DNA und über den Chip. Und dann kann man da so ziemlich alles machen, es sei denn, dass eben die Reifegrad, der Reifegrad der Seele oder auch anderes dazu führt, dass eben doch nicht alles machbar ist. Also das Schwert ist nicht so scharf, wie es sich anhört, aber trotzdem schlimm genug. Ja. Du hast angesprochen, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, hätte ich jetzt auch noch gefragt, das Thema Chemtrails. Gehört ja, und ich meine, wir sind ja hier drei Verschwörungstheoretiker, gehört ja in diese Ecke zu sagen, das sind die Irren, die an Chemtrails glauben und solche Sachen. Lassen wir das mal beiseite, das ist gar nicht das Thema, sondern die Chemtrails sind oder werden genutzt auch als ja, Transport genau solcher Informationen zur Mind-Control. Gehört HARP dann auch dazu? Ja. Überhaupt kann sowohl individuell als auch massenmäßig Mind-Control betrieben werden und insbesondere, wenn man dann die anderen Antennenwälder dazu schaltet, die es zum Beispiel in Nord- und Südschweden gibt oder auch in anderen Ländern, diese LOIS- und ICECAT-Systeme, die werden merkwürdigerweise auch mit Russland zusammengeschaltet, obwohl da eigentlich da Feindschaften sein sollten. Also da kann man übel mithausen auch. Was ganz wichtig zu wissen ist, man kann die Informationen von Mind Control von einem Satelliten schicken, möglicherweise sogar auch vom Mond, von irgendwelchen Militärbasen. Man kann sie über die Chemtrails was machen und man kann sie ganz wichtig über die Handy-Technologie schicken. Deshalb ist Ericsson in Schweden so groß geworden, weil die ganzen Handymasten und die Handyempfänger, die arbeiten auch mit Skalarwellen. Um die Antenne herum ist sogar mehr Skalarwellenanteil als elektromagnetischer Wellenanteil. Und die kann man dann also, da das eine Longitudinalwelle ist, in dieser Änderung der Geschwindigkeit, da kann man, die sind also nicht wie die elektromagnetischen Wellen mit konstanter Lichtgeschwindigkeit, sondern die haben eine pendelnde Geschwindigkeit. Da kann man Informationen einbauen, die dann Mind Control verursachen. Ich denke, das ist ja das Interessante, dass wir heute eben fast jeder mit so einem Handy rumläuft. Das heißt, vor 20 Jahren, da hätte man eben, um Leute so zu beeinflussen, eben noch viel mehr auffahren müssen. Und es gibt eben die Sender, die ganze Gebiete bestrahlen. Aber es kann auch sein, dass jemand im Nachbarhaus sitzt und so einen Koffer hat und einen ganz gezielt bestrahlt mit irgendeiner Information, dass der nachher krank wird oder irgendwas tut. Das heißt, es gibt da vielfältige Methoden, aber da heute jeder eben so ein Handy hat, kann man besser überwacht werden. Im Grunde, das wissen wir ja. Egal. Hat jeder freiwillig so ein Ding bei sich, wo man natürlich dann auch angesteuert werden kann. Das heißt, und wir müssen uns bewusst sein, es gibt eben ganz breite Palette, jetzt eben auch einfach Gefühle oder Gedankenmuster auszusenden auf eine Bevölkerung. Du hast es gesagt, dass man so da, ist egal oder so. Oder das. Da, ich denke, da wird auch experimentiert, dass Gedankenmuster manchmal ausprobiert werden. Wie reagiert die Bevölkerung darauf? Und ich weiß das oftmals so im Halbschlaf, wenn man so vorm Aufwachen oder vorm Einschlafen, dass man manchmal ganz komische Gefühle hat, die gar nicht jetzt mit meinem Leben was zu tun haben, ganz diffuse Ängste oder Sorgen oder sich schlecht zu fühlen, aber richtig mies. Und wenn man das analysiert und verstand das immer, eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht, woher das kommt. Und die Sachen sind möglicherweise gar nicht aus mir, sondern die werden gesendet. An dich. An mich oder eben an... In diesem halbwachen Zustand sind wir besonders... Da spürt man es manchmal. Weil das Gehirn dann eine andere Schwingungsstufe hat. Ja, genau. Ja. Und das ist auch dann wichtig, sich das bewusst zu machen, wenn man sich dann den Schuh anzieht und sagt, oh, ich fühle mich so ganz mies und oh, habe ich irgendwas falsch gemacht und denkt, das ist jetzt was von mir, dann kommt man vielleicht auch in so eine Abwärtsspirale und das ist ja auch gewünscht, dass man dann lethargisch wird oder depressiv und sich nachher das Leben nimmt. Deswegen auch ein wichtiger Hinweis, wir sollten ja auch darüber reden, was kann man tun. Warte mal, aber es ist noch eine ganz wichtige, ganz hinterhältige Methode, das ist das Fernsehen. Früher im analogen Fernsehen ging es über den Tonkanal, heute beim digitalen Fernsehen über das Flackern des Bildschirms. Da sind bei diesen Helligkeitsänderungen können Informationen reingebracht werden, die Mind-Control. Und deshalb sitzen auch die Kinder immer wie gebannt vor diesen Fernsehschirmen, um sie nicht wegzukriegen, weil darüber Mind-Control-Signale kommen. Man kann sogar auch
die Elektrokabel, also die Stromkabel im Haus aktivieren. Ja. Möglicherweise auch die Smart Meter, das weiß ich noch nicht genau. Aber vor allen Dingen Fernsehen, Handy, das sind die ganz großen Spitzbüben und drahtloses Internet. Da kann auch ganz viel und übrigens auch Unfruchtbarkeitssignale, dass die Mädchen die Eier zerstört bekommen, weil es eben Kräfte gibt, die die Bevölkerung reduzieren wollen. Ja, ja. Wenn wir uns auf der anderen Seite ansehen, wie sich bedingt jetzt auch durch das Internet oder bedingt nicht auch, sondern bedingt durch das Internet, sich bei der Frage der Bewusstheit der Menschen in den letzten, ich sag mal, also spätestens ab 11. September, Dinge dramatisch auch positiv entwickelt haben, frage ich mich, ist das etwas, was da zusammenpasst oder ob es, oder wie kann man das erklären, dass zwar sehr viele in Ignoranz und Dumpfheit verbleiben, keine Frage, dass aber auf der anderen Seite, wenn wir gerade mal so Chats und Foren und die Stimme des Volkes oder wenn man hier eine Frage stellt und die Menschen können dazu in irgendeiner Weise ein Voting abgeben, dass wir dann merken, holla, wie weit sind die denn in vielen das Dingen da gleich? Das geht auch über Skalarwellen. Also das ganze Universum ist mit Skalarwellen aufgebaut. Ich nehme auch an, wenn ich mit Gott in der Meditation mich unterhalte zum Beispiel oder meinen Schutzengeln, dass das über Skalarwellen läuft. Das ganze Universum, sagt Professor Mayl, kommuniziert damit. Und die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxen, bei uns die Milchstraße, die schicken Skalarwellen raus. Die müssen ja schneller als Licht sein, denn das schwarze Loch schluckt alles, was Lichtgeschwindigkeit hat, und darunter. Die schicken Skalarwellen raus mit Teilchen, die heißen Neutrinos. Und die haben einen Aufwachungseffekt. Und wenn wir mit unserem Sonnensystem näher an dieses schwarze Loch oder die schwarze Sonne rankommen, dann wacht eben das ganze Sonnensystem auf. Und die Sonne verarbeitet dann diese Neutrinos und schickt dann mit eigenen Skalarwellen die zu uns. Und das ist die freie Energie, laut Professor Mayl. Und das heißt, da werden dann Skalarwellen rausgeschickt, die stärker sind, die überlagern das, was hier auf der Erde passiert. Was auch immer am stärksten ist, ist die Liebe. Also ich habe selber gemerkt, alle meine Umgebung, meiner Familie, die beschießt man natürlich auch mit Skalarwellen, um die gegen mich aufzuhetzen. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann schlägt die Liebe durch und dann passieren eben doch Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, laut denen, die da die Skalarwellen geschickt haben. Ja, ja. Also bei der Frage, das war ja der Punkt, den du gerade angesprochen hast, wie können wir uns denn da schützen oder auch befreien, wenn solche Angriffe und Attacken stattgefunden haben oder stattfinden. Herzenergie, Liebe sind ja dasselbe Stichwort. Es gibt natürlich ein paar Methoden, die man anwenden kann. Da kann Henning gleich auch vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber es fängt immer an mit der Bewusstheit über etwas. Ein Alkoholiker, der nicht weiß, dass er ein Alkoholproblem hat, der wird sich nie davon lösen können. Das heißt, es fängt erstmal damit an, dass er sagt, aha, ich habe da tatsächlich ein Problem. Dann kann ich entscheiden, ich mache so weiter oder ich sollte da was unternehmen. Wenn ich mir bewusst werde, erstmal, dass die Liebe und das Herz die höchste Frequenz ist, dann kann ich auch immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, hier in dieser Welt, da geht so vieles Komisches vor sich, das will ich eigentlich gar nicht, dann kann ich auch bewusst entscheiden, ich entscheide mich für die Liebe und für das Herz, auch wenn alle Menschen um mich herum vielleicht verrückt geworden scheinen oder zumindest was an der äußeren Welt, was wir so im Fernsehen mitkriegen, in der Welt ist, kann man ja kaum fassen, dann kann ich trotzdem bewusst eine Entscheidung treffen, eine klare Entscheidung für das Positive und eben immer wieder in die Herzenergie gehen. Und unbewusst findet diese Bewusstseinsveränderung meines Erachtens, der Wandel findet statt, dass einfach durch diese kosmische Ordnung, die jetzt hier vielleicht auch ein bisschen eingreift und ein bisschen mehr dieser positiven Strahlung auf die Erde kommen lässt und die negativen Kräfte versuchen eben technisch dagegen anzugehen und die Menschen eben zu bestrahlen mit negativen Gedanken. Aber für mich wird sich das Positive durchsetzen. Aber das Entscheidende ist erstmal, dass wir uns bewusst werden, dass wir manipuliert werden, aber dass wir auf der anderen Seite als Menschen
überall diesen Manipulationsmöglichkeiten sein können mit unserer Herz- und Liebesenergie, weil die eben da ist, wo die uns nicht erreichen können. Die können uns hier irgendwie manipulieren, aber auf der Frequenz, die erreichen sie nicht. Schöpferische Kraft, wir können selber schöpfen und das machen wir mit den beiden Gehirnhälften. Das hat Tom Bearden vor allen Dingen herausgefunden. Jede, die linke und richtige Gehirnhälfte können verschieden voneinander Skalarwellen aussenden, die dann miteinander in Interferenz treten und dadurch Strukturen bilden und schöpfen. Und deshalb wird so viel Fluor ins Trinkwasser gemacht und Mononatriumglutamat ins Essen, damit die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte nicht ordentlich arbeitet. Oder die ganze Schulausbildung ist daraufhin auch ausgerichtet, dass wir nur mit der linken Gehirnhälfte, also Gefangener der linken Gehirnhälfte sind, damit unser Skalarwelleninterferometer kaputtgeschlagen wird, damit wir nicht ordentlich manifestieren können. Ja. Ganz wichtig zu wissen. Bei der Frage, du hast es ja in deiner beruflichen Tätigkeit auch immer wieder erlebt, dass Menschen, mit denen du wirklich Seite an Seite gearbeitet hast, es da plötzlich ein von heute auf morgen einen Schwenk gegeben hat. Ist dann, wir sind ja immer sehr schnell in dieser ganzen idiotischen Schuldthematik. Ist dann von Schuld oder ist das von Opfer zu sprechen in einem solchen Fall? Eher von Opfer. Ich bin inzwischen so weit, dass ich da kaum noch mehr jemanden verurteile, weil ich merke, da sind pausenlos Übersteuerungen dabei. Und versuche dann aufzuklären und sagen, hier, mach mal ein paar Gegenmaßnahmen. Du scheinst da ein Opfer von Strahlenattacken zu sein. Mhm. Und die Gegenmaßnahmen, die wir ausgetestet haben, begannen im Sommer 2011 mit Anhängern, die Skalarwellen ausstrahlen, die aus Amerika von Q-Wave von der Firma produziert werden. Die haben so eine Woche, 10 Tage geholfen, aber dann sind die übersteuert worden. Übrigens, die haben auch einen gegen Depressionen, den Harmonizer. Und das arbeitet sehr gut, Skalarwellen gegen Depressionen, also bloß keine Psychopharmaka, sondern solche Sachen. Also immer mit der Physik heilen, mit Frequenzen, mit Interferenzen und nicht mit Chemie, mit Molekülen, wo ein Haufen Nebenwirkungen sind. Und das hat aber nicht richtig geholfen und dann kriegte ich den Tipp, Gold hilft gegen Mind-Control so allgemein und kam dann auf die Idee, dass homöopathisches Gold die billigste Lösung ist. Und das hat auch den meisten geholfen. Also so 80% der Opfer haben da positiv drauf getestet. Nur das homöopathische Gold, also zum Beispiel nicht... Die Globuli, ne? Die Globuli. Die Globuli, ja. Also nicht zum Beispiel Monatomares Gold oder kollodiales Gold. Da haben wir bislang noch nicht so viele positive Testergebnisse. Und ich hatte jetzt in Saarbrücken netterweise von einem Alchemisten alchemistisches Gold zur Verfügung gestellt bekommen, was wir jetzt erstmalig in Almedalen auf Gotland, jetzt auf der Politikerwoche mit Magnus getestet haben. Und das war die ersten 2 Tage sehr hervorragendes Ergebnis. Er sagt, im Kopf bin ich jetzt völlig klar und die kommen nicht mehr an mich ran. Allerdings konnten sie noch an den Körper ran. Also das war eine mentale Befreiung jedenfalls und er war sehr selig. Aber nach 3-4 Tagen sind die irgendwie dann drumherum gegangen und haben ihn wieder wie früher beschießen können. Mhm. Es hat also auf die Dauer leider auch nichts gebracht. Und bei Magnus ist eben das Problem, dass sie das homöopathische Gold außer manövrieren konnten, weil er in Amerika war und da ist er physisch sozusagen belangt worden. Da hat man laut Simon Parks dann eine Frequenzmuster genommen und daraus eine Gegenfrequenz gebildet. Da muss man aber den Mann wirklich fangen. Der ist dann rübergelockt worden mit bestechenden Angeboten. Das können sie nicht bei allen machen. Ja. Also nach wie vor ist das, was wirklich am nachhaltigsten geholfen hat, das homöopathische Gold. Und da mehrere Potenzen gleichzeitig. Das muss man selber für sich austesten. Zum Beispiel D12 und D100 und C100 oder andere Sachen. Und die Globuli-Anzahl, jedes Fläschchen 6 Globuli morgens, also 18 Stück insgesamt morgens und 18 Stück insgesamt abends, dann baut man einen ganz guten Frequenzschutz auf. Ja. Also insofern ist man dann doch nicht, das ist ja die gute Nachricht, da völlig dem Ganzen ausgeliefert, aber wichtig auch dein Hinweis, dass man dann, wenn es passiert ist, eher helfen muss und nicht
sich in Schuldzuweisungen verstrickt, weil das überhaupt nichts bringt. Die Frequenzthematik bei der Erde selber, spielt die hier, die Veränderung, spielt das eine positive Rolle oder ist das für diese? Ja, eine positive Rolle. Ja. Also die Schumann-Frequenz hat sich ja offensichtlich geändert, wahrscheinlich durch die verbesserte Neutrinostrahlung aus dem Schwarzen Loch, was in unserem Milchstraßensystem das Zentrum ist. Und eben auch da eine Bewusstseinserhöhung. Und deshalb auch der Gedanke, dass je reifer die Seele ist, je bewusster die Seele, desto schwerer ist sie mit Mind-Control einzufangen. Aber wie gesagt, da bin ich auch nicht sicher. Ja. Da haben wir noch ziemlich viel Unklarheiten. Ja. Ich denke aber generell ist alles eigentlich, was uns mit der Natur verbindet und also Ernährung. Wir können so viel machen, um uns, alles was uns gesund hält, wird uns auch kräftiger machen, um solche Angriffe auch auf diesen Frequenzebenen abzuwehren. Das heißt eben Ernährung, Bewegung, Sonne, Natur, überhaupt das Grüne in der Natur, mit den Bäumen Verbindung, all diese Dinge kann man ja tun, die sind immer gut, egal gesundheitlich, als eben auch auf diesen Ebenen. Das heißt, sind das ganz allgemeine Tipps und aber eben auch immer wieder die bewusste Gedanken- und oder Bewusstseinsarbeit. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, das geht hier alles irgendwie negativ runter, dann wieder bewusst sagen, sich wieder eine positive Schwingung zu bringen durch Lachen und durch sich mit netten Menschen umgeben, die man mag. Und eben gerade Beziehungen, die werden ja heute alle zerstört. Wir haben es am Anfang gesagt, Beziehungen zur Familie, aber eben auch zu Freunden. Das wird alles von diesen Kräften gewollt, dass es keinen Zusammenhalt zwischen den Menschen gibt. Das heißt, dass die vereinsamt irgendwo sitzen und nicht miteinander reden. Das heißt, bewusst dagegen steuern und sagen, ich umgebe mich mit Menschen, die positiv sind und die lachen. Und mit gesunden Dingen, mit gesunder Musik, mit gesunden Gedanken und so weiter. Das sind eigentlich ganz allgemeine Tipps, aber eben das bewusst auch zu machen, halte ich für wichtig. Es gibt natürlich Opfer, denen kann man eigentlich kaum helfen. Das ist immer ganz schwer. Auch mich sprechen auch viele an und sagen, ich werde bestrahlt und ich höre Stimmen im Kopf und ich habe Schmerzen den ganzen Tag. Und da bin ich dann auch hilflos, weil ich nicht wirklich sagen kann, ich kann dir jetzt helfen. Ich kann dann so ein paar Tipps geben mit dem homöopathischen Gold und so weiter. Aber im Grunde ist es etwas, wo viele Menschen wirklich verzweifelt sind und man noch nicht weiß, wie kann man ihnen helfen. Aber meines Erachtens ist der erste Schritt, einfach den Hinweis zu geben, dass es damit zusammenhängen könnte, dass es jetzt nicht eine physische Erkrankung ist oder jemand plötzlich depressiv wird und Psychopharmaka einschmeißen soll, sondern dass es einen ganz anderen Hintergrund haben könnte oder in der Regel hat, ist ja etwas, was auch schon mal der erste Schritt zu einer... Also gar nicht in die Psychiatrie gehen, weil man denkt, ich höre Stimmen im Kopf. Wenn du so einen Satz sagst, dann sagt man, ja klar, der hat eine Macke. Ja, und wie viele mögen da in der Psychiatrie sitzen, die bestrahlt werden im Grunde. Psychiatrie ist mit in der Verschwörung drin. Die definieren alle Symptome, die durch die Technik kommen, als psychische Krankheiten. Und ganz übel ist eben auch die Scientology. Das ist ein geheimer Arm der CIA für meine Kontrollversuche. Deshalb attackieren die auch die Psychiatrie so gut. Dann denkt man, oh, endlich mal einer, der da was Vernünftiges sagt bei der Scientology, die Kritik gegen die Psychiatrie. Ja, und dann wendet man sich vielleicht an die und dann sagt, ah, guck, noch einer, der braucht wieder ein paar Chips. So läuft das, immer mit kontrollierter Opposition. Wenn man jetzt, letzte Frage, jetzt mal auf die Täterseite guckt und sich die Frage stellt, warum wird das eigentlich gemacht? Also warum ist das so wichtig? Warum wird so viel Geld und Energie und Technologie, die so sinnvoll anderweitig genutzt werden könnte, in genau diese Richtung der Unterdrückung, der Manipulation, der Kontrolle bis hin zu Menschheitsdezimierungsplänen und so weiter gesteckt? Was hat denn da jemand, der da auf der Steuerungsseite sitzt von einem solchen Programm?
Kontrollfreaks für mich. Ne? Also man kann als Mensch, als normaler Mensch würde man, kann man es nicht nachvollziehen. Das heißt, wenn du mir anbietest, würdest, du kriegst die Kontrolle über die ganze Welt, dann würde ich sagen, will ich gar nicht haben. Ich will, dass die Menschen fröhlich sind um mich herum und dass sie frei sind und dass sie, ich will die nicht kontrollieren, da habe ich nichts von. Das heißt, ich kann es gar nicht verstehen, wie du auf die Frage stellst, weil unser einer sagt, ich wollte das gar nicht. Also das sind scheinbar auch Menschen oder Wesen, wir müssen ja vielleicht das sogar noch das Feld erweitern bis auf Außerirdische und Dämonen und so weiter, die schon eben von der Energie von anderen leben und eben uns in so einem Level halten müssen, damit sie uns noch weiter aussaugen können, sozusagen die an die Energie kommen. Das heißt, wenn wir in dieser höheren Energie sind, wenn wir frei sind, fröhlich sind, dann können die einpacken und nach Hause gehen. Das heißt, sie definieren ihre Macht und ihr Selbstwertgefühl oder was auch immer darüber, inwieweit sie Macht über andere erschließen können. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, als Mensch nicht nachvollziehen kann. Und ich hoffe auch, dass sie irgendwann auch den Schritt schaffen zu erkennen, das macht mich eigentlich auch nicht glücklich, wenn ich alle Welt kontrolliere. Aber scheinbar gibt es solche Kräfte noch, die so denken. Und wir können also für uns einfach nur entscheiden, dass wir sagen, wir gehen auf eine andere Ebene und machen uns das bewusst. Also was noch ganz wichtig ist im Zusammenhang, ist, dass die meisten Menschen lässt man nicht merken, dass sie Opfer sind. Die hören keine Stimmen oder solche Sachen. Ja, ganz subtil. Sondern das Klassische ist, dass du nicht mitkriegst, dass du unter meinen Kontrollen bist. Ja. Und ich sehe das oft bei Menschen, wo das linke Augenlid ein bisschen runterhängt. Dann ist es nämlich so, da die ja hauptsächlich die rechte Gehirnhälfte bestrahlen, das ist die gefährliche, die mit Intuition und Gesamtbild arbeitet und so weiter, und die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Körperseite. Nicht das linke Auge, aber die linke Körperseite und auch das linke Augenlid. Deshalb sehe ich bei ganz vielen Menschen heutzutage, dass das linke Augenlid ziemlich stark runterhängt. Und dann sage ich denen, du bist wahrscheinlich unter meinen Kontrollen. Das linke Augenlid ist bei dir nicht ganz so offen wie das rechte. Sehe ich sofort, ich habe einen Zwischenblick dafür. Und dann ist immer die Antwort, nein, ich bin nicht unter meinen Kontrollen. Und dann sage ich, das ist schon mal die falsche Antwort. Das kannst du gar nicht wissen. Ja. Wenn mich das jemand fragt, dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich merke so nichts, aber es ist sehr wohl möglich. Ausschließen kann ich nicht. Ich nehme auch mein homöopathisches Gold jeden Tag, aus prophylaktischen Gründen. Das hat keine Nebenwirkung, das kostet nicht viel. So ein Fläschchen kostet 12 Euro und im Internet 7. Dann nehme ich das doch lieber prophylaktisch, als dass mir hier einer in die Suppe spuckt und ich merke das nicht. Zumal wir ja alle bestrahlt werden, die gesamte Menschheit, irgendwie von diesen großen Anlagen, die eben weltweit operieren. Das heißt, zu sagen, ich bin da nicht von betroffen, ich höre keine Stimme im Kopf, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Und das heißt, sich dieser Methoden zu bewirken und allgemein die Energie immer wieder anzuheben, halte ich einfach für generell für jeden wichtig, egal wie man bestrahlt wird oder nicht. Also die Auswirkungen, die haben wir im gesundheitlichen Bereich rauf und runter. Wenn du dir die Entwicklung der Krankheitsbilder anschaust von vor 50 Jahren und heute, dann merkst du ja, dass all das, was hier an Gesamtvergiftung stattfindet oder Gesamtbelastung stattfindet, etwas ist, was Spuren hinterlässt. Und dass das jetzt den gesamten Organismus betrifft und einen schönen Bogen um unser Hirn macht, das ist ja auch etwas, was ehrlicherweise vernunftmäßig keiner glauben kann. Insofern wird das seine Spuren auch in dem Bereich dahinter lassen. Ein düsteres Kapitel, aber andererseits aufgrund der Entwicklung, die du angesprochen hast, was die Schumann-Frequenz betrifft, eins kann man das sagen, unabhängig von der persönlichen Prophylaxe, die ihr angesprochen habt, was vielleicht als Kapitel auch absehbar zu Ende sein könnte? Ja, weiß ich nicht so genau. Also es sind möglicherweise auch noch Technologien möglich, die wir gar nicht so genau kennen. Also, aber jedenfalls wird es besser werden, das ist ganz klar. Übrigens ist für mich auch immer so ein Lackmustest bei Physikern, die in der Richtung was erzählen. Alle, die nichts von Skalarwellen erzählen und von Professor Meil, die sind wahrscheinlich unter meinen Kontrollen. Das ist schon mal so eine Daumenregel. Ja? Also wir sind ja immerhin heute in der glücklichen Lage, seit über 20 Jahren diese Koryphäe zu haben. Ja.
Und gerade im deutschsprachigen Bereich kann es keinem, der einigermaßen aufgewacht ist und schon gar nicht einem, der Physiker ist, entgangen sein, dass es Professor Mayr gibt, dass eine Riesenverschwörung gegen die Skalarwellen stattgefunden hat, seit Maxwell sie in den Gleichungen, den berühmten Maxwell'schen Gleichungen Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben hat. Und seitdem er tot war, der ist ja ganz früh gestorben leider, sind dann Schüler von ihm hingegangen, Heaviside und Gibbs, und haben einfach die Formel verfälscht und den Skalarwellenanteil auf Null gesetzt mit dem Argument, wir haben ja nur die Hertzsche Welle von Heinrich Hertz entdeckt 1888, die Skalarwelle ist nicht entdeckt worden, also gibt es sie nicht, also setzen wir diesen Teil auf Null, und das steht noch heute in den Schulbüchern. Es ist ja derselbe Umgang auch mit Tesla und seinen Erkenntnissen, ist dasselbe, und da ist natürlich auch kommt man auch wiederum an Konstantin und seiner Arbeit nicht vorbei, denn wenn jemand sich um dieses wissenschaftliche großartige Erbe, da würden sich mal Nobelpreisträger drum kümmern sollen und Physik Lehrstühle das ganze Wissen aufarbeiten, das würde sich in der Tat lohnen. Da ist er ja auch einer der Führenden, der diese Sachen wieder revitalisiert und aufgreift. Also das ist sicherlich richtig. Also die Erkenntnis und das Wissen ist da, und vielleicht tragen wir jetzt hier und heute auch dazu bei, dass die Menschen ein anderes Gespür dafür bekommen. Was mir ganz wichtig war, was ich großartig finde, auch aus dieser Schulddiskussion rauszukommen, sondern einfach sagen, guckt mal selber kritisch hin, wie es sein könnte, wie es euch mal hier und da mal geht. Ist da plötzlich so eine Attacke oder so ein Angriff? Gerade Leute, die unbequem sind, sind dann natürlich ganz beliebte Ziele. Und auch die Masse ist ein beliebtes Ziel, denn auch die soll idealerweise nicht aufwachen, damit die Politiker ihren Kram so weitermachen können, wie sie es bislang tun. Und all die Medien, auch die Alternativen, ja, ja, die nichts über Mind-Control bringen, die sind selber unter Mind-Control. Ja. Gut. Okay. Ein weites Feld, ja. Ein weites Feld, würde Fontane sagen, ja, in der Tat. Aber ein wichtiger Bereich und ein Bereich, bei dem es sich auf jeden Fall lohnt, mal etwas intensiver einzusteigen. Wir haben den Bereich des Nutzens, des möglichen Nutzens derjenigen, die da letztendlich hinter solchen ganzen Methoden stehen, jetzt nicht angesprochen. Insofern gäbe es da auch noch eine ganze Menge zu sagen. Das ist auch nochmal ein ganz weites Feld. Aber einfach mal die Sensibilisierung dafür, dass es eine Technologie gibt, die ein absolutes, segenreiches Wirken für die Welt beinhalten könnte, aber eben auch die Schattenseite der Manipulation und des Kampfes um unsere Köpfe genauso betrifft. Ein Ding habe ich noch vergessen, ja, Henning, was klar hilft. Wir waren ja bei Simon Parkes in England, und der sagt, ihr seid mit diesen ganzen technischen Sachen, wie ihr das überlebt und gegenkämpft, immer in der Hinterhand. Die beste Methode ist, über Medien psychisch mit Gedankenkraft diese Kontrolle kaputt zu schlagen. Und sein Vorschlag war, dass man eine Gruppe von 6 oder 8 medial begabten Menschen nimmt, einen Kreis um das Opfer macht, weil jedes Medium vielleicht gewisse Chips und Implantate sehen kann, aber nicht alle. Und deshalb mehrere, damit man wirklich voll das Bild bekommt. Und dann können die mit mentaler Kraft die ausschalten, diese Chips. Da braucht man dann gar nicht so ranzukommen. Und das sollte mal getestet werden, dass man Medien sammelt, die Chips sehen können, da gibt es ja einige, und dass die sich dann mal vereinen und dann die Opfer zu denen kommen. Also er sagt, mit geistiger Kraft ist am allerbesten dagegen anzustinken. Ja, ja. Ein schönes Schlusswort. Ganz herzliches Dankeschön an euch beide und auch danke für, ich sag mal, den Mut, ein Thema zu besetzen, was in der Tat nicht so einfach ist, was sehr vermint ist und wo man auch viel Prügel einsteckt, aber das hat uns noch nie gestört. So ist es. Ja, liebe Zuschauer, ein ganz spannendes Thema, ein weites Feld. Wir blenden die Internetadressen von Henning und Joe ein.
zwei Seiten, wo immer wieder auf auch dieses Thema hingewiesen wird. Interessante Filme. Ich brauche gar keine PR dafür zu machen. Es ist etwas, was sich immer lohnt, auf die Seiten zu gehen und dort die neuesten Informationen sich zu holen. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.